Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5. Wir spielen, ich weiß es nicht, was wir spielen. Überleben im Sand. Warum habe ich 200 Dollar verloren? What the fuck? Was, wenn du stirbst, müssen die verbleibenden Mitglieder deines Teams die Welle überleben, vor ihren Respawn möglichst schnell. Ah, es ist Überlebenskampf, Leute. Ja, ich habe mich schon gewundert, was das für ein komisches Ding ist. Ich dachte erst, es wäre eine Heist-Vorbereitung. Aber hätte irgendwie wenig Sinn gemacht. So, sorry, ich muss jetzt mal kurz noch das Ding richten. Oh! Schlechter Punkt zum Stehen bleiben, offensichtlich. Oh ja, aber auf sowas habe ich sogar Bock eigentlich. Das ist, solche Modis finde ich machen am meisten Spaß. Weil das dem Singleplayer irgendwie am nächsten kommt. Und ich meine, Singleplayer ist einfach nur lit as fuck. Ich liebe den Singleplayer. Alter! Ich hing halt an einem Kaktus fest. Oh Gott. Okay. Nice. Erstmal meine 200 Dollar wiederholen. Ja, stimmt. Ich glaube, das haben wir schon mal gespielt sogar. Oh, zweitmeisten Kills nur. Schade. Wir haben so jetzt solche geilen MGs. Das ist ziemlich cool. Lass mir das ganze Geld aufsammeln. Wie viel Munition habe ich denn? Ach, das ist meine Bleispritze. Ah, okay. Wusste ich nicht. Ah, Mist, ich hätte eine schwere Panzerung kaufen sollen. Aber ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht realisiert am Anfang, weil es so schnell gestartet hat, weil ich bin reingekommen, da ist es quasi instant losgegangen und man konnte auch nicht nochmal Feuer auswählen. Huff. Huff. Ach Gottchen. Die sind ein bisschen schwach, finde ich. Sie sterben sogar ohne Headshot mit einem Schuss. What the fuck? Holy shit. Ja, das macht aber sau Bock. Das Heal habe ich sogar gebraucht. You played an asshole. Und easy win. Win a Roadster. Ich glaube, das ist gut zum RP-Farmen. Solche Modi, was uns eigentlich ziemlich zugute kommt. Der hat schon wieder mehr Käse sich. Scheiß die Wand dann. Der will es wohl wirklich wissen, der Typ. Aber Rüstung gibt es hier leider. Oh doch, da hinten ist eine Rüstung. Ich glaube, die hole ich mir mal schnell. Weil, wenn du einen blöden Spawn hast oder so, dann kannst du hier schon mal sterben. Und das wäre ziemlich uncool, weil dann musst du danach zuschauen, wie sie RP farmen. Aber nochmal zur letzten Folge, weil ich habe ja gesagt, ihr könnt mir gerne Vorschläge machen, was wir uns von dem ganzen Geld holen, das wir mittlerweile haben und noch sammeln natürlich. Also ich meine, ich krieg jeden Tag mindestens 25.000, also das hört nicht auf. Und, hey, wo sind denn die Gegner, Leute? Alright, da habe ich schon mal hier hinten aufgeräumt. Ich glaube, unser einer... Wow, den habe ich nicht gesehen. Aber ich war auch mit 3 Schuss tot, obwohl ich vorher die Rüstung eingesammelt habe. Das fand ich jetzt auch ein bisschen komisch. Ich glaube, der hat eine Shotgun. Oh Mann, wir sind so früh gestorben. Ach, deswegen machen die so wenig Kills, weil die so low sind. Ja, egal, jetzt kann ich mich aufs Reden konzentrieren. Also, ihr habt ein paar Vorschläge gemacht. Hauptsächlich eigentlich das, was ich will, beziehungsweise halt irgendwas Nices kaufen, was einem auch wirklich was bringt. Also, irgendein geiles Auto. Oder halt ein Auto upgraden. Oder halt, ja, irgendwas, was man halt auch tatsächlich benutzen kann. Und oder halt Apartments, Büros, was weiß ich was. Halt alles Sachen, die im Online-Modus ziemlich teuer sind, aber die man definitiv brauchen kann. Alter, was hat der für eine Waffe? Ach nee, ich glaube, das ist der ganz normale Spezialkarabiner, oder? Der hat einfach nur solche Upgrades drauf. Ja, ich glaube schon. Genau, und ach, da sind die ganze Zeit drin, oder? Okay. Ich bin eigentlich der Einzige, der da einfach nur rumläuft. Na egal. Und, ja, also ich muss es mir noch überlegen. Direkt die 2 Millionen wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Also einfach so auf einen Schlag. Ich muss es mir noch wirklich überlegen, weil ich weiß es selber noch nicht genau, weil ich meine, es ist schwierig, weil ich meine, ah, ich dachte schon gerade, es ist vorbei. Oh, ey, was? Ich hatte sogar mehr Kills. Was zum Teufel? Der hatte 0 Kills? Holy shit. Das Schwierige ist halt, finde ich, es gibt so viel, was man machen kann. Und ich meine, 2 Millionen, wie gesagt, man kriegt sie verhältnismäßig schnell. Aber es ist trotzdem eine Menge Schotter. Und ich weiß nicht, also ich finde es halt ehrlich gesagt fast ein bisschen verschwendet, wenn man
alles nur für ein Auto ausgibt, also für ein nices. Ich meine, sicherlich ein ultra gutes Sportwagen oder so wäre bestimmt nicht schlecht. Hatte ich noch nie. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob mir das das wert ist, weil der Sportwagen alleine kostet ja schon 2 Millionen. Und ich weiß nicht, wie viele Upgrades die dann tatsächlich noch benötigen. Weil immerhin sind sie ja schon eigentlich die besten Autos, die Supersportwagen. Und müssten ja folglich auch eigentlich die besten Motoren, Bremsen und so ein Zeug haben. Weil da dürftest du Upgrade-technisch wahrscheinlich nicht so viel machen können. Würde zumindest nicht besonders viel Sinn ergeben. Habe ich meine automatische Shotgun draußen? What the fuck? Das ist so eine Kriegs-Shotgun. Genau, deswegen weiß ich ja nicht, ob sich das wirklich so sehr lohnt. Ach du Scheiße. Holy shit. Aber warum kommen die denn jetzt nicht mehr? Ich finde es halt ein bisschen langweilig, dass die hier nur drin stehen. Ich meine, gut, jetzt bei Welle 4, okay. Ich meine, ich bin vorher die ganze Zeit rumgelaufen. Aber ich dachte ehrlich gesagt, dass die auch rumlaufen. Sonst hätte ich das. Wow! What the fuck is going on? Okay, es leckt wie Scheiße. Warum auch immer. Also, wer auch immer Host ist, hat keine gute Internetverbindung. Holy shit, die Gegner. Die tauchen einfach aus dem Nichts auf. What the fuck? Okay, what? Schau dich. The fuck? Alter, also wer auch immer Host ist, ey, bitte geh raus, Mann. Holy shit. Ich stehe hinter der Wand und bin gestorben, Alter. Wow. Aber ich muss sagen, also jetzt mal Retalk. Momentan macht GTA selbst in den Online-Lobbys vor allem oder auch allgemein gar nicht mal. Wie haben wir so viele Leute gekillt? What the fuck? Macht momentan ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, weil in jeder Lobby, und damit meine ich wirklich jede Lobby, ist irgendeiner, der moddet oder hackt und es nervt wirklich extrem. Also ich weiß nicht, warum es Spiele gibt wie Counter-Strike oder anscheinend auch GTA 5, dass es so einfach ist, oder GTA allgemein. Ich meine, bei den früheren Spielen auf der Konsole, da hatten wir auch die Hacks, aber das war ja nicht online, das war ja offline. Ich meine, das ist ja was vollkommen anderes. Also ist einfach so, weil beeinträchtigst ja das Spielerlebnis von anderen Spielern nicht, sondern du bist einfach nur offline und ich meine, ja. Genau, und ich weiß nicht, warum das so schlimm ist, ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe 5 Kills, Leute. Dieser Fuchs, der muss dann der Lagger sein, weil anders kann ich mir nicht vorstellen, wie der so viele Kills macht. Ah, okay. Genau. Und ja, keine Ahnung, also mich nervt das ehrlich gesagt extrem und ich verstehe auch nicht, warum die dagegen nichts machen, weil ich meine, ganz ehrlich, nehmen wir mal das Gefecht an. What the fuck? Weil ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gutheißen, dass es so viele Leute gibt, die modden und hacken. Ich meine, modden an sich ist ja nicht schlimm, aber wenn man damit halt die ganze Zeit nur andere Spieler trollt und die irgendwelche Sachen machen lässt, dass sie in der Lobby nicht mehr normal spielen können, hat das halt nichts mehr mit irgendwie selber ein bisschen Spaß haben oder spielen zu tun, sondern man zerstört einfach von anderen Leuten den Spielspaß und das finde ich halt einfach nicht cool. Ich meine, ich habe eine Menge Geld für das Spiel bezahlt und eine Menge Zeit investiert und jetzt will ich nicht, dass mir das irgend so ein Arschloch kaputt macht, nur weil der meint, der ist lustig, wenn er mich irgendwohin teleportiert oder automatisch explodieren lässt oder sonst was. Ich hatte noch mindestens ein Viertel Leben und bin plötzlich einfach tot, weil die aus jeder Richtung plötzlich spawnen, weil der Typ einfach so ein schlechtes Internet hat. Das ist unglaublich. Sowas nervt natürlich auch. Das ist aber ehrlich gesagt das allererste Mal, dass es bei mir laggt, aufgrund eines anderen Spielers. Schau dir das mal an. What the fuck? Er macht einfach Abenteuer-Dauerfeuer. Ich meine, es könnte tatsächlich sein, dass der tatsächlich auch hackt. Vor allem, wie fucking Munition hat seine Waffe, bitte? Also, er ist auf jeden Fall. Ja, endlich, er ist weg. Jetzt müsste es besser gehen. Endlich, Alter. Hat sein Internet endlich den Geist aufgegeben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Wellen es hier gibt. Es könnte sein, dass es unendlich geht, einfach bis man stirbt. Und ich glaube auch, dass die irgendwie mehr Schaden machen. Mit einer höheren Welle. Würde zumindest Sinn geben, weil ich bin so schnell tot, das ist ja richtig krass. Lol. Oh, noch ein Fahrzeug zu zerstören. Nimm doch einfach den Raketenwerfer, Boy. Boy. Können die Perspektive denn ändern nochmal? Nein, geht nicht. Man kann wieder nur die Kameras ändern. Puh. 16 Kills, 1 hatte ich. Ja, gut, weil der Fax, der jetzt nicht mehr dabei ist.
Genau. Aber ja, ich weiß nicht. Also, ihr kennt euch wahrscheinlich, die meisten von euch kennen sich wahrscheinlich besser mit GTA aus als ich. Aber warum ist das so ein großes Problem? Und vor allem, es gibt ja eine Bann-Funktion in dem Spiel. Also, du kannst der Leute tatsächlich reporten und bannen. Also, halt melden. Also, was heißt reporten und bannen? Also, du kannst sie halt reporten, ob sie dann gebannt werden. Ich meine, das ist dann Rockstar überlassen quasi. Aber ich habe ja letztens gegen einen Hacker gespielt in einem Fahrzeug-Deathmatch, der war halt unverwundbar, ist bei Panzern. Und, naja, wie man sich's logisch erschließen kann, er war unverwundbar. Das heißt, man konnte ihn nicht töten und hatte halt einen Panzer. Wir zwar auch Panzer, aber wir konnten ihn halt nicht töten und er uns schon. Und ja, das war ziemlich nervig. Und er hat dann nur die ganze Zeit geschrieben: Hahaha, you can't ban me, you can't ban me, I won't ever get banned. Und ehrlich gesagt, ich glaube dem kleinen Arschloch, weil ich glaube auch nicht, dass hier irgendjemand mal gebannt wird in GTA, weil ich kenne einen, der tatsächlich schon gebannt wurde, aber ehrlich gesagt, das ist das der einzige Person, die ich jemals gesehen habe und vor allem so viele Leute wie modden und hacken oder irgendwie halt gegen die Spielregeln verstoßen oder anderen Leuten den Spielspaß versauen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da jeder einzelne von denen gebannt wird, weil dann hätte das Spiel schlicht und einfach keine Community mehr, weil gefühlt jeder moddet und hackt. Also finde ich es ziemlich traurig, vor allem bei einem Spiel wie GTA 5. Aber das Problem ist halt, auf PC ist das immer noch mal ein ganzes Stückchen leichter als auf PS4 und so. Glaube ich zumindest, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und ja, das ist halt alles in allem einfach ziemlich blöd, finde ich. Ich weiß nicht, mir zerstört es einfach den Spielspaß. Und also ich wollte es nur mal ansprechen, weil es jetzt gerade wieder passiert ist. Also ich war in der Lobby und dann hat er plötzlich wie ein Hydrant, also ihr kennt das ja, wenn ihr über einen Hydranten fahrt in GTA, dann spritzt ihr so eine Wassersäule raus. Und dann war es halt so, dass das die ganze Zeit war und dich einfach nur rumgezogen hat. Also du konntest nichts mehr machen, du wurdest einfach nur noch von so einer Wassersäule hin und her gezogen und konntest dich quasi nicht mehr bewegen, du konntest nicht mehr auf dein Handy zugreifen, konntest nur noch Escape drücken, Job suchen oder halt Spiel verlassen, Spiel beenden. Und sowas ist halt schon, weiß ich halt nicht. Also ich meine, als ich letztens gestreamt habe, ach komm, leck mich doch am Arsch. Da stehen plötzlich 20 Leute. Warum kommen die denn nicht langsam hin? Die stehen dann einfach da. Also entweder laggt es immer noch oder es ist einfach auch nur ein extrem schlechter Modus. Ich meine, da stehen einfach plötzlich 20 Leute da. Nicht einer, nicht zwei, nicht irgendwas. Nein, plötzlich einfach 20 Leute. Das ist immer mega der Scheiß. Der Typ weiß ich aber auch nicht. Der spielt auch ein bisschen komisch, oder? Oder trollt er einfach nur? Schießt er gegen die Wand? What the fuck is this guy doing? What the fuck? Total komisches Game. Ja, momentan ist GTA. Also mir macht Spaß, weil ich so viel Geld verdiene und so. Aber ehrlich gesagt, das ist halt der einzige Grund. Also wenn es das mit den Tageszielen nicht gäbe, dass man da so gut Money verdient und so gut levelt, ehrlich gesagt, ich glaube, dann hätte ich schon längst wieder aufgehört. Weil, ja, wie gesagt, also die Leute versauen ja echt den Spielspaß. Das ist wirklich sehr, sehr nervig. Und deswegen verstehe ich auch, warum es die meisten YouTuber oder fast alle YouTuber eigentlich nur mit Kollegen zocken, im Sinne von, das ist auch so große Rennen, da sucht man sich dann halt wirklich mal 5, 6, 7, 8 Leute und fährt dann da 10 Rennen hintereinander und nimmt halt ein paar Folgen auf, weil du anders halt einfach nur mit solchen Spastis spielst, die das Spiel einfach, ja, im Endeffekt nur kaputt machen und das ist halt schon extrem traurig. So, ich glaube, jetzt könnte es sein, dass wir down gehen. Irgendwie auch nicht. Aber ich verstehe nicht. Die checken einfach nicht, die NPCs checken nicht, dass der dahinter steht. Das verstehe ich nicht. Ich laufe da lang, laufe ein ganzes Stück nach links, sodass eigentlich einige von denen, die das Ziel verlieren müssten, weil ich meine, die müssen ja auch erstmal hinterherlaufen, wo es NPCs sind. Oder trotzdem es NPCs sind, aber sie checken nicht, dass der da steht oder was. Und so versammeln sich alle schön auf der anderen Seite, statt ihn zu rushen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, ey. Schon ein bisschen unlogisch. Und keiner kommt hinter ihm, was eigentlich auch easy wäre. Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass es 10 Wellen gibt, aber irgendwie, ich habe voll das Déjà-vu. Mir kommt so vor, als hätte ich schon mal genau das Gleiche gesagt und schon mal genau das Gleiche gespielt. Aber wir werden sehen. Aber wir sind ja noch zu dritt, deswegen weiß ich nicht, ob wir das noch so lange überleben werden. Der Kerl hat jetzt auch nur halbes Leben. Ja, rush ihn halt, das ist doch nur ein Gegner, Mate. Achso, Moment mal, was sag ich mit dem Helikopter? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Was macht denn der? Schießt der auch? Ach, deswegen ist der vielleicht da, weil es da ein Dach gibt, oder? Könnte sein, ja. Oh, nee, nee. Muss den schon zerstören. Wow. Schau dir sein Leben an. Jetzt tankt der HP. Aber habt ihr gesehen, es war ein Schuss, halbes Leben, Alter. Das war wie bei mir. Das ist schon extrem.
Hat er gerade einen Raketenwerferschuss gemacht, obwohl. Ah ne, ich glaube, es war der Gegner. Nee, war es nicht. What the fuck war das? Hat er daneben geschossen? LOL. Also. Ah, okay. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was eigentlich mit dem Helikopter ist. Es lebt immer noch irgendeiner. Ernsthaft, der NPC hat sich jetzt ernsthaft versteckt, oder was? Are you fucking kidding me? Nee, hä? What the fuck? Die Welle war halt nicht abgeschlossen, aber okay. Keinen einzigen Kill gemacht, geil. Das ist, wo ich der Ranghöchste in der Lobby bin. Also jetzt 15 Sekunden hat man noch. Ich hole mir hier die Weste. Und dann gehe ich zu den Boys. Boys. Warum habe ich immer die automatische... Ne, jetzt habe ich einen Granatenwerfer. Ich stelle mich jetzt einfach in seine Position hier. Muss sehr gut sein, die Position. Wahrscheinlich verkacke ich jetzt voll. Ah, er steht da drin, Leute. Das ist gar nicht mal so dumm eigentlich. Weil dann haben wir Crossfire. Die, wo auf ihn schießen, können wir killen. Und die, wo auf uns schießen, können wir killen. Ja, eine gute Position ist alles, fürchte ich. Ah, puh, die fahren zum Glück vorbei. What the fuck? Da wäre jetzt ein Granatwerfer wahrscheinlich nicht schlecht. Übrigens wundert euch nicht, dass ich einfach nur draufballer. Ich will, dass die alle umfallen, weil dann können sie nicht mehr auf mich schießen. Besser ist probieren, jedem einzelnen Headshot zu geben. In der Zeit geben die dir nämlich Headshots. Ist, glaube ich, wirklich so. Alright. Jetzt, wo es noch so wenige sind, kann man schon ein bisschen ham gehen. Wow. Die Lags sind aber irgendwie immer noch da. Welle 8, Alter. Ich glaube, ich habe schon Level Up, kann das sein? 21 Kills hatte ich, nice. Gute Position ist alles. Nein, gib mir auch eine Weste, Mate. Bisschen Munition sammeln. Oh, 8 Sekunden. Ah! Jetzt geht er wieder dahin. Ist halt einfach der beste Spot, aber theoretisch kannst du dich auch hier hinstellen. Ist eigentlich genau die gleiche Position. Jetzt kommen sie alle hinter uns, das wäre so krass. Aber anscheinend können die nicht da hinten spawnen. Also hier hinten, da können sie anscheinend noch mit dem Auto vorbeifahren und steigen dann nur aus, wenn du auf sie schießt. Oh fuck, Leute, das ist ja voll beschissen hier. What the fuck? Ah, ich glaube, ich muss mehr an den Rand gehen. Na. Na, okay, von der linken Seite ist es irgendwie nicht so geil. Komm, steh auf, Junge. Wow. Das sind aber wieder ganz schön viele, ey. Übelstes Massaker. Ich kann halt nicht darüber schießen, das ist voll beschissen, Alter. Und jetzt muss ich hier weg, weil die schießen gerade auf mich. Ah, nein! Geh doch runter! Ah, man kann da nicht Deckung nehmen, wenn man da oben drauf steht, okay. Das ist beschissen. Dann stelle ich mich jetzt einfach hier so hin. Oh, scheiße, man kann den Zaun zerschießen, fuck. Das ist nicht gut. Jemand schießt auf mich? Nee. Lol. Wow. Es ist schwierig, den Kopf zu treffen. Schwieriger, als es aussieht.
Überlebt Welle 9. 10 Kills, okay. Also mich würde mal die Endbelohnung dann interessieren, aber ich glaube nicht mal, dass sie so heftig ist, zumindest RP-technisch. Also sie muss ziemlich gut sein, aber wenn, da kannst du jetzt nicht nochmal 15.000 RP oder sowas draufgeben. Egal wie lange du überlebst, weil es wäre einfach nur zu krass. Ah ne, Rüstung habe ich schon. Ah, schnell! Puh. Na scheiße, der Zaun ist jetzt kaputt. Ich hoffe, das beeinflusst das Spielgeschehen nicht. Wow, das ging schnell. Ja, Alter, schau dich mal meine XP an. Ich habe schon weit mehr als ein Level Up, also das Level Up gemacht. Und krieg halt immer noch ziemlich viel. Oh, was Teammitglied gestorben. Zwei Helikopter kommen da gerade. Oh ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hier die letzte Wave ist. Ich probiere gleich mal eins zu zerstören. Beide kaputt. Habe ich wenigstens meinen Teil beigetragen. Komm doch her, Junge. Oh, wird er gerusht? Oh, die haben Miniguns. LOL. Was? No way. Die Gegner haben Miniguns. Also diese krassen Geschützteile. Holy shit, Alter. No. Mann. Meint ihr, ich krieg das hier schnell genug? Ach du Scheiße. Das ist echt schwierig, ey. Wichser. So, jetzt mal kurz hier auffallen. Wow. Ey, ich will nicht der Typ sein, der es verkackt, Alter. Aber es sieht ganz so aus, als würde ich das werden. Ich probiere jetzt mal von der anderen Seite zu kommen, aber ich fürchte, das wird nichts bringen. Aber hier ist auch eine Rüstung, die kriege ich vielleicht easy. Den sehe ich gar nicht, oder? Ach du Scheiße. Holy shit, drei Gegner noch, glaube ich. Naja, es sind noch viel mehr. Mann, wie ich den da hinten nicht kille, Alter. Alter, wie der einfach aus dem Nichts kam. Erreicht Welle 10, Alter. Jetzt will ich ja auch die kranken Belohnungen haben. 18. Okay, das ist ziemlich wenig. Ja, das ist sau wenig. Wow. Dachte ich mir aber schon, weil wenn. Hallo, du kriegst pro Kill 13. Ich meine, das ist zu krank. Ja, ich gehe auch in freien Modus. Oh man. Damn. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber ich fand's. Naja, das Problem ist, es ist ziemlich unbalanced. Die Gegner sind, also ich meine, eigentlich ist es vollkommener Blödsinn, weil die Gegner sterben in den ersten Wellen eigentlich mit einem Schuss. Mit Headshot sterben sie eigentlich immer One-Shot, auch in den höheren Wellen, aber das ist ja normal. Aber du stirbst halt eigentlich auch mit einem Schuss aus nächster Nähe. Also die Gegner machen dir eigentlich fast genauso viel Schaden wie du ihnen. Ja, also man hat es ja gesehen, ich habe zwei Schüsse auf den Körper abbekommen und war auch direkt rot. Also
Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Finde ich ein bisschen unbalanced. Dann finde ich, sollten lieber die Gegner ein bisschen mehr aushalten. Aber man selber sollte auch nicht einfach so schnell sterben. Also ich meine, es war ja wirklich extrem. Oder mit der Shotgun da, wo er mich gewonshottet hat, der eine. Also ich meine, what the fuck. Bisschen zu krass, finde ich. Aber eigentlich ganz lustig, mal was ganz anderes. Hat man, also wie gesagt, ich glaube, wir haben es erst ein einziges Mal gespielt. Ich auch. Also überhaupt in der Folge und sowieso. Ja, war mal was anderes. Und ja, hat zumindest ein bisschen fett EP gegeben. Also hat der Modus selber die Runde dann eher weniger. Genau. Aber auf jeden Fall, danke fürs Einschalten, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.